Ja, und somit ein recht herzliches Hallo, liebe Modded-Spielfreunde. Modded-Spiel 17 hier am Start. Im Coop-Modus ein Versuch hier mit dem Mike. Hallo Mike. Hallo. Gestern bin ich leise, das hat leider nicht so funktioniert mit mehreren Problemen, was wir da hatten. Jetzt gerade die Probeaufnahme hat ins zweite Rennen auch nicht mehr reingeladen. Jo, falls wer weiß, wie man hier den Schwierigkeitsgrad einstellt von der KI, weil es ist nämlich witzigerweise direkt auf realistisch. Wir zeigen euch dann das ganze Menü im Nachrennen. Ja, fast eine Honda hier im Start, na gut. Du kannst versuchen mal wegzufahren mit das DP, ersten Gang rein. Also quasi vorher. Einfach nur das DP einmal drücken. Ist es trocken? Vorher hat es nämlich geregnet. Oh, die schießen daher, das ist ja wirklich abnormal. Also, das ist, weiß nicht, ob das so realistisch ist. Finde ich jetzt nicht so gut eingestellt. Ich habe schon einen anderen geschrieben, der war auch irgendwie Fünfter oder was in Quali und wurde dann auch beim 100% Rennen bis ganz nach hinten durchgereicht. Also entweder können wir nicht fahren oder die KI ist wirklich zu schwer eingestellt oder zu falsch oder ich weiß es nicht. Es ist sinnlos. Was ist der Mike? Hat mich der überholt? Ja, ich bin vierter der Wagen. Okay, dann habe ich da irgendwas falsch gemacht hinten. Ein bisschen zurückschlagen. Also bist einmal ein Millimeter von der Linie weg, kommen gleich, ja. Fahren aber gleich vier durch oder so. Das ist nicht ganz verstehe. Jetzt bekommt er der von dem in Windschatten. Ach, ja. Ich glaube, ich bin zu spät. Ja, einmal Ding und ist schon vorbei. Warum ich zuerst nach rechts gekippt bin und dann nach links? Das ist ja... Was soll ich jetzt machen? Mir ist das allgemein Gefühl im Motorrad, dass sie im Trockenen einen Ticken besser wie im Regen, aber das bringt uns auch nicht wirklich viel weiter. Ah, sie haben auch noch herausfinden, ob da im Coop-Modus der Schwierigkeitsgrad jetzt so eingestellt ist einfach. Jetzt mal zumindest von den ersten zwei Rennen. Oder ob man das noch irgendwo ändern kann. Ich glaube schwer soll's. Also eine Stufe runter könnte halbwegs passen. Komme ich da überhaupt mit denen? Was gebe ich im Schatten? Mit kleinen Windschatten wird es auch schwierig. Ich glaube, ich bin einfach zu langsam für das Spiel. Das ist zumindest viel realistisch, zumindest einmal. Aber wenn ich das einfach ein bisschen an Test. Ja, das.
sich bei mir anlehnen und dann noch den Platz haben wollen. Was schubst du da? Ich darf nicht. Ja, was schubst du? Trinkt da weg von. Geil. Außen wird es schwer. Nein, da ist kein Kret natürlich. Greifen rot. Ja, also mir persönlich würde ich sagen, ist es jetzt zu schwer, so auf realistisch. Keine Chance da mitzukommen. In 6 Runden 7 Sekunden kassiert. Mindestens eine Sekunde pro Runde zu langsam. Ja, warten mal ab, vielleicht geht das Stufe uns dann noch irgendwie automatisch runter. Das könnte auch noch sein, also. Da bleiben wir jetzt mal ganz entspannt, würde ich sagen. 9 Punkte gleich wie vorher eigentlich. Obwohl ich Strecke an und für sich mag. Ab heute nicht mehr. Ja, aber dass man so durchgereicht, ich meine so schlecht. Auf jeden Fall hier das scheine das zweite Rennen lasst er uns noch immer auf realistisch, obwohl wir beide letzter sind. Ja, vielleicht müssen wir es erst einmal die kompletten 6 Rennen fahren und dann macht er vielleicht eine neue Bewertung. Aber gut, so können wir nächstes Mal die Strecken üben. So, zweites Rennen nehmen wir jetzt noch einmal mit auf für den ersten Part, würde ich sagen. Bin zwar ein bisschen geschockt, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich eventuell bei den Einstellungen machen könnte. Was ist das jetzt? Das ist ja gerade Motor 3, sollte das passen. Ja, das müsstest du eigentlich von Formel 1 kennen, also die Strecke an sich. Ja, nicht alle gebrochen, aber. Also jetzt Mike Vollgas und einmal auf Taste B, das ist ein Xbox Controller, dann hast du den ersten Gang drin. Ja. Und du kannst auch mit B und ich glaube A manuell auch rauf und runter, falls du da irgendwie mal Touren brauchst oder irgendwas. Verregnet. Schon wieder, super. Ja, er kommt da gleich angeschleift. Was macht er? Er geschleift. Du musst leise mal fragen, ob er Tennis spielt oder so. Wegen Slice. Ja, der neue Tennis-Kanal von Slice und Topspin. Mike, du schießt da vorbei! Gut, ich bin auch jetzt relativ bescheiden gefahren, muss ich zugeben, die Ding da. Boah, taucht er mich an hinten. Schon wieder Trick! Einfach rüber! Schlecht ist das! Das gibt's ja nicht, schon wieder rüber will! Ah, da bin ich! Er checkt's nicht, dass ich da bin. Wo ist der weg? Der rechts hinter dir, aber ich würde dort. Achso. Da kannst du ungefähr auf Höhe Tribüne rechts bremsen. Also Anfang Tribüne. Bringt mich da raus? Ja, ich und alle durch, da geht auch der Weg, ja! Was? Siehst du nicht, das ist ja Wahnsinn. Hallo! Ach du Mecki! Da war er kurz einmal. Jetzt brauchst du Speed da rauf, gell? Komm, ja. komm, Windschatten! Ja, siehst du mich nicht, wie ich umdrehe jetzt? Nochmal? Ich drehe mich um? Nein. Das ist mit dem Kopf unter die Schulter durch. Ja!
Boah, im Slide! Du kannst ihn mit soll ich das erklären? Mit Steuerkreuz nach oben, glaube ich, dann kannst du die Traktionskontrolle wieder aufdrehen. Okay. Ich glaube, Steuerkreuz nach oben. Mano Fenati! Zumindest momentan 6. und 7. Das ist schon mal besser im ersten Lauf. Nämlich beide grüne Stiefel an, auch lustig. Nicht abgesprochen. Und bremsen. Ja, genau, er gibt meine Miete ihnen ein bisschen. Weil jetzt nur von der Spur kommen, aber so hat er sich einfach vorbei gedrängelt. So, und tschüss. Bleibst auch da. Kann man auch drängeln, können wir auch. Das ist kein Thema. Oh, sorry, ich kann nicht mehr. Oh, die fahrt gleich die Linie auf was. Wie immer. John McPhee hier. So, jetzt gleich sind die letzte Runde. Letzte Runde. Nichts geht mehr. Und Mike hier wirklich gut unterwegs. Ja, wundert mich. Das letzte Mal war MotoGP 13. Ja gut, Moto 3 und normales ja. MotoGP ist ja dann auch wieder ein Unterschied. Ja, alle durch ihnen. Na genau. Der Mike am Rutscher hier. Wie gesagt, du kannst ein bisschen Traktionskontrolle einschalten, zumindest auf niedrig. Ist der von Haus aus auch aus, oder wie? Ja, von mir schon irgendwie witzigerweise. Von meinem früheren Teil hat er sich irgendwie gemerkt, was ich immer eingestellt gehabt habe, aber hier ist immer auf aus, weil ich habe jetzt einmal raufdrücken und es ist schon niedrig. Ja, Motor Freeze ist eigentlich nicht so gefährlich, aber im Regen vielleicht, aber es geht. Aber es lieber so wieder auf niedrig, da, wenn was wäre, dass nichts ist, oder wie sagt man? Ja, das ist niedrig jetzt, ja. Wenn was ist, dass nichts wäre. Ah, das ist glaube ich zu schwierig. Also, was ich an den Mike zumindest rankomme. Ja, aber jetzt haben wir ungefähr ein bisschen in Speed, also möglich wäre es vorne vielleicht jetzt mal nochmal fahren würden. Ja, die Strecke ist auch. Mit ein bisschen gut. Mit der Übung von der Strecke ja. Wird vielleicht was gehen. Man muss halt schon noch relativ aggressiv fahren. Und das ist kein Problem für uns. Nö. Überhaupt nicht. Das war jetzt falsch angefahren. Dann kommt man nicht an die 2 wieder retour vorbei, leider. Na, man bleibt dran, aber ich komme auch nicht dran. Also. Ja, mit der Maschine. Ja, 9. Fuck. Aber wenigstens ein bisschen besser. Ein paar Punkte sind es doch, ja. Ein bisschen mehr ist es worden, aber puh, für 140 glaube ich auch noch einen Ticken zu wenig. Na gut, 15 Minuten. Ja, ich war für den ersten Part, würde ich sagen. Not bad.
können wir das ja fast einmal lassen. Jetzt haben wir wie viele Punkte? 26. Eieieiei. Da müssen wir nochmal schippen. Die nächsten vier Rennen müssen wir noch über 100 Punkte machen. Gut, aber für heute würde ich sagen, lassen wir das mal. Oder Mike? Ja. Wobei, theoretisch, wenn wir jetzt das dritte Rennen noch fahren würden, dann hätten wir zweimal zwei Parts für die ersten sechs Rennen, oder? Oder wir machen drei Parts auf zwei Rennen. Ja, es geht auch. 15 Minuten, geht schnell zum Hochladen. Alles tippitoppi. Jo, so machen wir's. Danke, Mike. Danke. Und wir sehen uns im nächsten Part, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.